Lomm zurück. Ja, hier könnt ihr ein bisschen die Umgebung vom Thora-Dorf sehen. Wir sind hier gerade in einem, das Auto ist ein Luigi, ein, wie habt ihr es genannt? Luigi ist der Name. Ja, aber wie hier, ein Kleintransporter. Ja, der läuft ganz elektrisch, ganz... Was man da hinten filmen von mir, aus der Rückseite, oder? Ganz emissionsfrei. Wir müssen uns keine Gedanken um Klimakleber machen. Und ja, schaut euch das mal an. Ist hier im Ort sehr schön. Da hinten steht ein Haus. Hier sieht man den Arm von Mad Nature. Zeigen, wo wir gerade unterwegs sind im Thora-Dorf. Ich habe ja da mal so ein Video gemacht mit so einer Karte, diese 50 Kilometer Umkreis. Ja, kann ich schicke ich mal ein Bild, kannst du ja ein Video mit einarbeiten. Kriegen wir bestimmt hin. Da ist ein Vogel. Vielleicht sieht man ihn. Ganz viele Heuballen. Ja, ich ziehe jetzt auch bald ins Thora-Dorf. Hier hat alles noch geregelt. Irgendwo 220 Euro. Anderthalb. Und dann gibt es hier richtig Action. Sehr viele Projekte müssen noch gemacht werden, schließlich. Ja, ja, genau. Es sind auch ein paar andere Leute gerade da, sind hier am Arbeiten, Renovieren, Machen. Sehr gerne können weitere Leute hierher ziehen und uns helfen mit ihren Talenten. Ja, was auch immer so für Arbeiten anstehen. Kommt dann ins Thora-Dorf, da seid ihr richtig gut aufgehoben. So, ich mach mal die Dachluke zu, das ist nicht so laut, aber sehr warm, wir müssen ein bisschen Frischluft hier reinbekommen. Ja, der Takt fährt ja auch 60. Oh, das läuft schon, das zeigt das mal nicht. Das ist egal, doch, die Campingkarte. Für meine Heinade. Das ist mit auf der Karte, glaube ich, eingezeichnet. Ja, ihr seht schon, Mr. Nature ist ein richtiger Verkehrsrowdy. Ja, ist ein Dreirad mit 1,5 PS, PKW, also kleinen Moped-Kennzeichen. Und es hat nur Blattfeder. Also, ja, die Sitzbank ist schon angenehm, das geht noch. Aber jedes Schlagloch, da muss man sich ein bisschen hier rütteln, ein bisschen durch. Und jetzt verschrecken die alle wegen dem Auto. Ja, es ist ein kostengünstiger Transport. Ich habe 2 Jahre auf das Auto gewartet, bis es endlich ankam. Jetzt ist es endlich da, seit einer Woche. Und es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Hast du die Solarpanels mal? Kannst du mal versuchen, so ein bisschen da nochmal rumzuschwenken, damit man das hinten sieht? Moment. So spät der Sommer.
Wetter schön, Natur ist schön. Es lohnt sich, hierher zu ziehen. Wir haben da genug WG-Plätze, sogar Häuser zu vermieten, theoretisch. Darüber kommen bald wieder neue Informationen. Arbeit weiter. Und auch in der TikTok-Arbeit. Alles. Ach, du Motorradfahrer. Ja, den überfahren wir. Vorbeifahren an dem Fahrzeug gibt natürlich immer einen Daumen hoch, weil sowas gibt es hier nicht nochmal, das ist einmalig. Wenn jemand fragt, was das gekostet hat, das hat man gut mit der Solaranlage, also den Solaranschluss besser gesagt, und Transport, 4.500 Euro. Das ist regengeschützt, hier ist eine Kabine, Klimaanlage nicht, Lüftung. Man hat alles, was man braucht. Zwei Gänge, ein Lastengang und der Hintergrund. Wenn man einen Lasten geladen hat, ist ja hinten eine Ladefläche eigentlich. Da kann man auch Sachen transportieren. Aber wir fahren jetzt natürlich mit dem Gang, der halt schnell fährt. Weil wir haben jetzt noch ein bisschen Berge. Aber mit dem Lastengang würde das langsamer hochfahren. Nur bei den Bergen. Ja, Leute, es ist jetzt wichtig, was zu sehen. Wenn du auch willst, man sehen wir uns wieder. Irgendwo findet. Ja, es ist natürlich hier schön bergig, ein bisschen Wald, Natur. Hier kann man alt werden. Kein Stadtstress. Natürlich gibt es hier auch Kleinstädte. Auf der Karte sieht man das ja, Höxter und Holzminden, das sind die Kleinstädte. Und drumherum sind halt nur kleine Dörfer. Dann gibt es halt den Kleinstadtstress. Ja, aber...
hier. Oder verabschiede ich mal von einem Zuschauern? Weil wir alles sind gleich da. Okay, Kollegen, wir sind gleich da. Und können unsere Anträge halt noch machen. Ich hoffe, wir sehen uns alle auch beim Torador. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Auch der Drachen dort. Und habt ihr es Navi auch mal gehört? Ja, ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Seid gesegnet. Abschieden. Lasst es euch gut gehen, bleibt motiviert und Shalom.